Salü, Renzo. Renzo, grüß dich. So, habe ich es doch geschafft ins wunderschöne Bündnerland. Also, ja, komm, wir machen mal ein bisschen Soundwerk, dann können wir so noch unterhalten. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ist dafür schneller als ich. Heute habe ich einen weiten Weg hinter mir, bis ins tiefste Val Lumnezia. Mein heutiger Gast, der Renzo Blumenthal, ist wahrscheinlich der erfolgreichste Mr. Schweiz ever. Hat aber seine Bündner Wurzeln nie vergessen. Wieso bleibt man noch hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, manchmal haben wir schon das Gefühl, man sei hier ein bisschen abgeschieden, ein bisschen abseits von der Welt. Aber ja, wenn man aufgewachsen ist, Wurzeln hier hat und so, dann ist es natürlich schon. Dann fällt es einem schwer, um irgendetwas anderes zu machen. Weil ich habe ja den Beruf Landwirt, Bauer und so. Und dann ist es natürlich schon. Ist alles da. Leute sind da, Viecher sind da, das Land ist da, wo man wirtschaftet. Und ja, aber grundsätzlich über das Ganze gesehen, würde ich schon sagen, dass es mir gefällt. Da. Ja, reden wir über die Mobilität. Das ist dir wichtig. Weißt du, punkto Auto. Meine, du lebst in den Bergen und du hast 4 Kinder. Ja. Also, das sind schon gewisse Einschränkungen, die es da schon mal gegeben. Ja, das ist so. Also für mich ist ganz wichtig, dass das Auto ein Allrad ist, dass es von A nach B kommt, dass es eine Anhängerkupplung vor allem hat, weil im Sommer muss ich viel auf die Alp gehen, Viecher holen. Ja. Und dann muss ich ein bisschen Saft haben, damit es herkommt. Dann musst du ja hochkommen, oder? Dass ich hochkomme, dass ich halt wieder runterkomme. Aber kommt man ja immer, das ist ja. Das schon, aber wenn er nicht hat, dann ist es dann auch gefährlich. Ja, normalerweise ist es so, wenn du vom Bauernhof aus aufwachst, kommst du ja schon früh mit Fahrzeugen in Berührung. Also, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es genau gleich. Also, wir haben schon angefangen mit 12, 13 auf dem Feld und so. Haben wir, ja, dürfen. Sind wir einfach rumgefahren, haben angefangen, Geräte anhängen hinten und so. Und das ist natürlich noch nicht so gut gegangen, weil man noch nicht so lange Bike hat. Man kommt auf Kupplung und Bremse, bis man da gewusst hat, ja, das war cool, das war natürlich, voilà, das ist lässig. Und aber es ist nie etwas schief gegangen, hast du nicht den Traktor zusammengelegt oder so? Ja, da haben wir alles schon erlebt. Also eine Geschichte ist krass, wir waren auf dem Maiersess, zu oberst oben am Heuen, und dann haben wir irgendetwas, das kaputt gegangen ist, am Motormeer. Und dann hat der Vater gesagt, jetzt nimmst du den Traktor, also ich hatte eine Prüfung, der natürlich, aber 15 vielleicht oder so. Nimmst du den Traktor, gehst aber heim und holst die und die Schrauben. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du Gas geben. Dann bin ich mit dem Traktor durchgefahren und bin um eine Kurve so schnell gefahren, dass ich voll aufgekippt bin, auf zwei Räder gefahren bin. Also so Stuntman-mässig? Ja, Vollgas. Um die Kurve herum und ich dort so umheben. Denk, Scheiße, was mache ich eigentlich da? Und dann zum Glück war dann eine Bösche. Dann bin ich richtig die Böschung auf zwei Räder gefahren und dann konnte ich das Lenkrad rüberziehen und dann ist er so runtergekippt. In der Tau schnell die Schrauben und dem Vater natürlich nie gesagt, es ist ja nichts passiert. Aber das hätte ich um das Haar einen bösen Crash gegeben. Erneuerbare Energien finden bei dir daheim auf dem Hof statt, sozusagen. Das Auto fährt aber noch, ist noch altherkömmlich, also sprich ja, mit einem Verbrennungsmotor. Wäre das nicht etwas? Oder warum nicht? Wohl, das wäre sicher etwas. Also ich habe sogar eine Ladestation bei mir eingerichtet. Also ich müsste eigentlich nur das Auto noch. Das Weile hatte ich eins vorhin und dann ja, nachher dann nicht mehr. Aber ich bin eingerichtet, ich muss nur den Stecker einstellen und dann könnte ich mit Strom fahren. Ja. Würde ja eigentlich Sinn machen, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge auch mit Strom betrieben würden? Ja, also ich behaupte. Ist das mal ein Thema? Genial, das wäre genial. Oder dann hätten wir weniger Abgas, dann hätten wir weniger Emissionen. Und das wär, also wenn man hier die Technik anbringt, dass man das schafft, dann bin ich sofort dabei. Ich glaube sogar, dass es die Zukunft wird sein. So. Das nächste, was wir machen, ist eine kleine Fragerunde. Oh, entweder nein. Oder Rapid Fire. So, bist du bereit? Ja, das ist gut. Fußbauer oder Landwirt? Landwirt. Wurst oder Käse? Wurst. Schlager oder Rock? Rock. Stausmist oder Wingeln wechseln? Ja, ausmisten.
Letzte Frage. Deutsch oder Romansch? Romansch. Und hältst du dich auf Romansch in diesem Fall? Ich unterhalte mich mit allen hier im Tal, so mit meinen Leuten. Mit allen Romanisch, ja. Und mit den Kindern rede ich auch Romanisch. Mhm. Also Deutsch sprechen ist ja Fremdsprache und das lernen sie ab der dritten Klasse. Und für mich ist es schon wichtig, dass sie hier integriert sind, dass sie hier unsere Sprache lernen und so. Und das Fremdsprache und so, habe ich das Gefühl, lernt man sehr ring außer dich. Oder? Mhm. Bist du ein Fremdsprachen-Legastheriker? Ja. ich habe Hemmungen zum Fehler machen und dann rede ich nicht. Du stehst ja auch im Fokus, ob gewollt oder ungewollt. Man konnte ja vorletzt noch lesen in den Medien, vor allem in einer gewissen Boulevardzeitung, dass du dich unterbingen hast, weil vier Kinder sind genug. Ja, irgendwann ist es fertig, es kann nicht immer einschlagen. Stört dich solche Sachen, weißt du, wenn das durch die Medien geht? Oder hast du selber dieser gewissen Zeitung angeführt und gesagt, hey, ja, bei mir ist jetzt Ende Gelände? Ja, nein, das habe ich ja schon lange gemacht eigentlich, und die haben nichts gesagt, nichts erwähnt, aber auf einmal Leute in die Zeitung gehen und dann fragen sie, was läuft und was tut. Und, ja, es läuft eben nicht mehr, gell? Ist das Fünfte, ja. ist das Fünfte unterwegs und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist jetzt definitiv fertig. Ja, vier langen, vier ist gut, vier ist okay. Und dann haben sie gefunden, das ist jetzt etwas, eine tolle Geschichte. Und, also mir ist das egal, ob das jetzt gebracht worden ist und so. Ich stehe dazu und ganz nach dem Motto, was Ektomie aber schadet nie, gell? Ja. Du bist für mich einer von den wenigen in der Schweiz, weißt, der wirklich die Transition geschafft hat. Wenn du jetzt zurückblickst und so, würdest du es nochmal machen? Ich glaube schon, dass ich das nochmal machen würde, weil das hat mein Leben so bereichert. Ich bin ja ein Landwirt gelernt und habe nur diese Welt eigentlich gesehen. Mhm. Das hat mir so gut getan. Ich hatte zuerst ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst, was auf mich zukommt. Dann war ich sehr vorsichtig. Aber ich bin ja so mit offenen Armen empfangen worden, überall. Und viele Leute haben also so eine gute Verbindung mit Landwirtschaft und Meisterzeug. Also ich weiß nicht, wirklich können kann ich auch nicht viel. Gut. Das ich stimmt nicht. Jetzt tust du dir auch so Unrecht, ja, oder nicht? Oh, klar, kannst du gut. Ja, aber ich kann nicht besonders gut Skifahren. Ich war vielleicht ein guter Shooter. Aber wirklich an der Spitze habe ich nie geschafft. Aber du warst der schönste Mann von der Schweiz. Ja, das, ja. Aber Schönheit kannst du nicht. Die kannst du nicht kaufen in dem Sinne. Ja, aber die hast du oder die hast du. Oder die hast du nicht, logisch. Aber in dem Moment ist es genau um das gegangen. Oder? Ja, das ist ich finde, jetzt ist es 14 Jahre her. Ich bin sehr gerne gegangen an diesen Events, an diesen Shootings, die man hatte, bin ich sehr gerne gegangen, aber ich bin noch viel lieber heimgekommen. Und das war immer für mich ein Zeichen gewesen. Viecher oder Tier, Kühe und so, das bedeutet mir halt schon noch viel. Oder? Wenn ich eine schöne Kuh vor mir habe, dann blüht mein Herz auf und dann geht es mir gut. Und dann sind das schon Wurzeln, die einem heben und die mir auch Halt gegeben hat in dieser Zeit, weil ich bin ja wirklich, ja, vor 14 Jahren oder 13 Jahren war ich in Mailand und so. Man verliert sich dann schon, es ist dann ja, schon dann ist verlockend, gell? Es ist verlockend, sehr verlockend und die versprechen dir das Blaue vom Himmel. Und da muss man aufpassen, oder? Das ist dann schon ein bisschen gefährlich. Aber ich finde auch, die ganze Geschichte von mir hat ein bisschen Fleisch am Knochen gehabt. Und darum hat es auch immer wieder Geschichten gegeben, die man hat können preisgeben, erzählen und berichten. Es hat ja auch keinen Skandal gegeben von dir. Du warst skandalfrei, oder? Ja, du hast es gut können verstecken. Ja, genau, sagen wir so. Das ist ja so. Ja, los Renzo, vielen Dank für das Gespräch. Ich sehe, wir kommen jetzt hier bei deinem Hofladen an. Ich würde sagen, ziehen wir doch jetzt noch den Laden rein, wenn ich schon mal da bin. Ja, sowieso, sehr gerne. Ja. Also, Dankeschön, gut. Ja.